Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich eine Blissim-Box für Hunde. Frag nicht, wir gucken uns zusammen rein. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die gibt es auf der französischen Homepage zu kaufen und ich habe sie noch bestellt, als ich tatsächlich noch die Blissim-Box im französischen Abo hatte. Ich habe das französische Abo jetzt deabonniert und habe nur noch die deutsche Variante im Abo. Die hier kostet normalerweise 31 Euro, kann jeder sich bestellen. Wenn man ein Abo hat bei der französischen Box, bekommt man die für 26,35 Euro. Ich habe sie bestellt. Die gibt es für Katzen, die gibt es für Hunde. Ich habe einen Hund, ich habe es für Hunde bestellt, ist klar. Und ja, lass uns mal zusammen reingucken. Ne? Sammy ist auch da hinten, der kommt gleich. Ich habe hier auch so eine doppelte Kameraführung. Mal gucken, wie wir das am besten hinkriegen. Ich habe über meinen kleinen Schatz übrigens auch ein Buch geschrieben, jedenfalls über die 2 Jahre fiktiv, was ihm passiert sein könnte, bevor er zu uns gekommen ist. Denn Sammy ist über den Tierschutz zu uns gekommen, über die Eiche for Dogs. Und da habe ich in dem Buch Sammy endlich ankommen so ein bisschen meiner Fantasie freien Lauf gelassen. Schaut gerne einfach mal im Pelletier Verlag vorbei. Und wenn du dort was bestellst, kannst du gerne den Code Claudi verwenden. Das ist für mich ein Affiliate-Code. Das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Und für dich bedeutet es, dass du dann in deinen Warenkorb automatisch eine Autogrammkarte von mir reingelegt bekommst. Und ja, die kannst du auch 1a als Lesezeichen verwenden. Und ja, wir starten einfach hier mit einem französischen Flyer. Da sind die Produkte auch aufgeführt. Und da geht es jetzt auch darum, dass sie zum allerersten Mal halt eine Box rausgebracht haben. Eben für Katzen und für Hunde, je nachdem, was man halt ausgesucht hat. Ich finde es crazy, weil Blissim ist eigentlich eine Beauty-Box. Also ich sage immer gerne, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist eigentlich so meine Einstellung zu dem Ganzen. Ne? Was jetzt hier so drin ist und inwiefern das dann für Sammy eine coole Nummer wird, das werden wir sehen. Ja, die einzelnen Produkte sind hier aufgeführt. Manche Marken kenne ich schon, manche nicht. Ich muss halt dazu sagen, dass ich auch in einem Bereich damals mal gearbeitet habe für ein paar Jahre, die auch mit Tierfutter zu tun hatten. Ne? Also die haben die Tierfutterindustrie beliefert und mit Inhaltsstoffen. Und ja, gucken wir mal. Also das ist wirklich ein großer, schwerer Karton. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt ja auch immer wieder die Möglichkeit, Fressnapf zu Royal, uns da halt diese Food oder wie auch immer Snackboxen für Hunde zu bestellen oder für Katzen. Die kosten halt auch ihre 20 Euro. Ne? Das heißt, die hier muss schon irgendwie was in sich drin haben, was cool ist, finde ich. Das Erste, was ich Sammy jetzt nicht direkt geben kann, sind 3 Topper. Da muss man echt immer ein bisschen aufpassen, inwiefern da auch Zucker drin ist. Da muss ich mich nochmal ganz intensiv mit beschäftigen, denn hier sind 3-mal dieses Ultra Premium Direct drin enthalten. Einmal Chicken, nochmal Chicken, nochmal Chicken. Okay, also 3-mal Hühnchen. Und das kann man dann über Nassfutter drüber geben. Ist wohl irgendwie so eine Suppe irgendwie, ne? Weil hier sieht man auch, keine Ahnung, es sieht aus wie Erbsen und Möhren. Keine Ahnung, was man so über das macht. Und ja, hier steht sie natürlich auf Französisch drauf, aber das sieht nicht so aus, als hätten wir da irgendwelche Zuckergeschichten mit dabei. Das müsste dann ja auch damit beistehen. Wie gesagt, muss ich mich nochmal ganz intensiv mit beschäftigen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ne? Also ich peppe gerne das Futter von Sammy ein bisschen auf, dass er da Bock drauf hat. Er ist nämlich wirklich nicht so der große Esser. Oder was ich mir auch hierfür gut vorstellen kann, ist, dass man das in einer bestimmten Form einfriert und ihm dann halt im Sommer als Eis reicht. Ne? Ich glaube, das könnte auch eine ganz gute Geschichte werden. Ich mache ihm sowieso immer Hundeeis. Da habe ich euch auch mal ein Video zugedreht. Das ist total easy. Schaut gerne mal dort vorbei. Dann habe ich hier als Nächstes eine Bürste. Das ist cool, denn seine aktuelle ist mittlerweile nicht mehr ganz so hübsch. Ich mache die ab und an mal sauber, ist klar. Sammy hart halt richtig krass und ja, der hat halt ständig Fellwechsel. Ne? Also wenn andere Hunde normalen Fellwechsel haben, dann müssen wir hier wirklich, also du kannst hier einen zweiten Hund jeden Tag zusammenbauen. Da bin ich immer sehr froh, dass unser Staubi hier fährt. Der heißt übrigens Alfred. Ja. Hier habe ich auf jeden Fall in der Größe L, was sehr, sehr gut ist, so eine Hundehaarbürste. Das Einzige, was mich hierbei natürlich ein bisschen stört, ist, die ist nicht so, die zieht sich nicht so rein. Also wir haben halt eine Bürste, jetzt auch aktuell in Anwendung, die, da geht dieses Teil hier dann nach vorne, damit die Hundehaare nach vorne so rausgedrückt werden.
Das ist total cool. Also die liegen dann auf, man muss die schon noch ein bisschen rauspulen, aber das erleichtert einem das natürlich noch sehr. Und hier ist wirklich für mittellange bis lange Fälle, was sehr, sehr gut ist, weil Sammy, ne, das ist halt 1A für ihn geeignet. Die wird auch in Anwendung genommen, die fühlt sich auch gut in der Hand an. Du hast hier auch wirklich so ein Anti-Rutsch-Vieh, hier so ein Anti-Rutsch-Vieh. Das ist klasse. Ja, ne? Wird in Anwendung genommen, wie gesagt. Jetzt blinkt der Akku auch noch. Als nächstes habe ich hier etwas drin von Vitakraft. Lovely, Cuddle, Kuscheln, wie auch immer. Love me. Ja, wenn ich ihm dieses Häschen gebe, ist es sehr, sehr schnell weg, Leute. Ja, es quietscht. Er kommt. Jetzt kommt auch die nächste Kamera hier gleich zum Einsatz, Leute, ne? Kann ich ihm theoretisch auch mitgeben. Also es ist schon süß, es ist ein Häschen. Ist da irgendwas, was ich abmachen muss, Sammy? Ja, guck mal, man sieht dich in der Kamera. Richtig schön. Ja, da ist so ein Pömpel, ne? Die müsste Frauchen einmal rausmachen. Hat sie jetzt rausgemacht? Entschuldigung. Ja, süß. Nicht lange wird es überleben. Ja, ein süßes Häschen. Das haben wir ihm gerade abtrainiert, dass er an die Kuscheltiere von Julius geht. Ne? Und jetzt kriegt er sein eigenes. Aha, da hinten legst du dich jetzt hin. Sammy, hier, komm mal hier. Komm mal hier. Du musst es schon den Leuten zeigen. Na komm. Hier, fein. Hier, fein. Guck mal. Guck mal. Fein. Fein. Hier darfst du bleiben. Der Frauchen hätte hier auch vorher mal saugen können. Egal, der ist jetzt abgedackelt. Ciao, Kakao. Als nächstes habe ich hier Salmon Oil. Das ist Lachsöl. Lachsöl kann man auch super in die Nahrung von Hunden reinmachen, damit sie besseres Fell bekommen, angeblich. Mal gucken. Ja, mit Omega-3, Silky and Shiny Coat. Hier steht es auch. Increase Appetite, also soll Appetit anregen. Okay, Energy Boost. 500 Milliliter sind hier drin. Ich weiß nicht, inwiefern das Energielevel von Sammy heben wird. Würde sagen, eher nicht so mega viel, weil er ist halt wie er ist und wir lieben ihn genauso wie er ist und das ist auch genauso richtig wie er ist. Wir sind auch ganz froh, dass es nicht so ein extrem aktiver Hund ist, der jetzt ständig Beschäftigung braucht oder so. Er ist sehr genügsam und das ist in Ordnung, denn so sind mein Freund und ich auch und das passt einfach zu uns. Hier sind keine Zusätze von irgendwelchen Farben oder Geschmäckern oder sonst irgendwelche Geschichten, die hier nicht reingehören, ne? Und wenn der Hund 20 bis 30 Kilo wiegt, was bei Sammy der Fall ist, dann bekommt er täglich 2 Teelöffel, genau, in sein Futter. Kann ich ja wirklich mal drüber nachdenken, das reinzumachen. Ich hoffe nur, dass er davon keinen flotten Otto bekommt. Ultra. Premium Direct, genauso die gleiche Marke wie das hier, ne? Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das dürfte auch eine französische Marke sein. Sehr, sehr interessant. Also bislang Produkte, die wir auch wirklich in Anwendung nehmen werden. Ja, hallo, wer ist denn da schon wieder zurückgekehrt? Ja, jetzt seht ihr mal wirklich, ich sollte diese Doggy Cam eigentlich mal immer anlassen, oder? Ist eigentlich ganz süß. Ach, Sammy, Frauchen soll mal lecker Yum holen, wa? Na gut. Lecker Yum vor allem. Was nehmen wir denn da? Okay, ich habe jetzt hier eine Matte. Da kann ich die Sachen gleich reinmachen. Das ist, der hat jetzt eigentlich schon sein Abendbrot gehabt. Egal. Das ist so eine Matte. Der hat solche Matten. Die sind nämlich klasse. Da kannst du entweder Nassfutter drauf machen oder halt diese Sache, ne? Dass er so im Sommer davon ablecken kann. Wir hatten mal eine Kooperation und da hat Sammy sowas herbekommen. Und die ist mittlerweile nicht mehr schön, aber ich habe da andere nachgekauft. Ja, Smoothie Dog war das. Richtig coole Marke. Das ist ein Burger. Süß. Hier hinten sind Saugnäpfe drauf, dann kannst du es auf die Fliesen machen. Wir haben Fliesen, das ist sehr praktisch, weil sonst schiebt er das wirklich durch die Gegend. Das hier sind so Stimulationsgeschichten für die Zunge. Ich könnte ihm theoretisch. Soll ich dir mal dieses Zeugs hier da. Nee, dann saust du hier rum. Hier ist Teppichboden. Das mache ich lieber mal, wenn wir dann unten sind. Ne? Dann mache ich dieses flüssige Zeugs drauf. Ist übrigens Yumi Burger. Ja, von Inoko. Hirn und Scha. Also quasi für Hund und Katze ist das gedacht, ne? Das ist echt, also ich finde das sehr, sehr cool. Und hier haben wir auch Pretty Well, La Dose de Bonheur, Poulet et Petit Légumes. Okay, also das ist quasi, Poulet ist Hühnchen und Gemüse. Ja. Französisch ohne Gluten. Validé par des Vétérinaires. Okay.
Also das von Tierärzten empfohlen. 120 Gramm haben wir hier drin. Ich kann ja ein bisschen was davon mal reinmachen. Ihr seht es dann ja auf der, nennen wir es die Doggycam? Ich finde es irgendwie cool. Achso, so sieht das übrigens aus. Das ist so eine Futterprobe. Finde ich ehrlich gesagt ganz cool, dass wir das mit dabei haben. Riecht sehr, sehr, sehr angenehm. Sieht sehr saftig aus. Seht ihr jetzt gar nicht, ne? Sammy, was macht Fräuchen da? Fräuchen versucht es einfach schick zu machen. So, dann könnt ihr das sehen. Ja, da muss ich mir noch irgendwas überlegen mit einem Stativ oder so, ne? Weil ich möchte schon ganz gerne noch demnächst auch solche Unboxings machen mit Sammy zusammen. Scheint ihm auf jeden Fall zu schmecken. Und so ist es eigentlich ganz cool, wenn ich das so mit Cam in Cam mache, dass ihr dann wirklich die Kamera seht, die auf ihn gerichtet ist und so. Da muss ich nämlich nicht das ganze Setup hier umbauen. Nö, scheint ihm wirklich zu schmecken. Oh lala. Ja, das ist vor allem ganz cool, weil das ist so klein. Ups. Ne? Sehr cool. Na? Ich glaube, das muss ich gleich einfach woanders hinstellen. Fräuchen lernt ja auch noch. So. Wenn ich das da hinstelle. So seht ihr den nämlich auch. Ach, guck mal. Mann, ich muss einfach nur die Kamera umstellen. Okay, ich kann ja mal weitermachen. Ich habe hier noch einen Jutebeutel drin. Finde ich auch gut. Ne? Personne n'est parfait, so mon chien. Also niemand ist perfekt, außer mein Hund. Selbstverständlich. Ist schon süß, ne? Das ist von The Wolf. Ja, also definitiv eine Tasche, die ich gerne verwenden werde. Mal gucken, wie viele Menschen in meinem Umkreis hier auch Französisch verstehen. Dann habe ich hier noch mit drin enthalten Huile de Chanvre. Was ist das? Ein CBD-Öl für Hunde. Sowas finde ich ja immer ziemlich abgefahren. Aber es hilft tatsächlich. Sammy ist ja schreckhaft, was so Silvesterböller und so ein Kram angeht. Deswegen macht es schon Sinn. Ist auch gar nicht mal so günstig. Von Pavel, Bien être Animal. Genau, das ist dieses hier. Und sowas machst du dann auch in das Tierfutter mit rein. 5% CBD sind hier drin enthalten. Ja. 6 Tropfen pro Tag oder ab 20 Kilo. Sammy, wir sollten dich mal wieder wiegen, wa? 8 Tropfen pro Tag. Ja. Ne, kleiner Mann? Willst du noch mehr? Eieiei. Ach, da ist aber noch mehr. Guck mal, da kann ich dir doch gleich was geben. Also hier haben wir auf jeden Fall. Ja. Ne? Beruhigungstropf. Finde ich cool. Wirklich. Also, ja. Weil Sammy das auch tatsächlich verwendet. Dann habe ich hier noch drin enthalten Mouche bei Tomojo. Chien adulte, 100 Gramm. Comfort articulaire. Zack. Bin mir noch nicht sicher mit der Kamera, Sammy, ne? Was ist Mouche? Weißt du das? Le Frondis au Insect. Insektenproteine, Leute. Okay, das ist natürlich aufregend. Das ist wirklich aufregend. Das kann ich ihm jetzt ja auch geben, ne? Genau. 100 Gramm. Wieder verschließbarer Beutel. Ja, ist das nicht praktisch mit dieser Matte, Sammy? Hm? Danny hat eine Katzencam und ich habe jetzt eine Sammy-Cam. Und Leute, das Coole dabei ist, dass es einfach Herzchen sind. Es sind einfach kleine Herzchen. Süß. Und wir hatten ja auch schon von DM oder so diese Hundefuttergeschichten mit Insektenprotein. Offensichtlich, er hat Bock, ne? Also er hat richtig Bock. Er freut sich gerade wie Sau, dass er endlich immer wieder mit mir beim Film ist und was zu futtern kriegt. Ja, cool. Also scheint ihm zu gefallen. Dann habe ich hier noch was Fresh Dent Action Anti-Plug. Action, okay. Für Katz und Hund 250 Milliliter. Wie soll ich dem das denn geben? Das müssen wir mal gucken.
Er wird ja wohl keine Mundspülung verwenden, so wie ich, und die dann wieder ausspucken. Das darf man nicht vergessen, ne? 2 in 1. Ich hatte mal so eine Zahnbürste auch für ihn gekauft und ich habe versucht, mit ihm auch so Zähne putzen und so. Es hat eine Zeit lang funktioniert und dann hat er irgendwann keinen Bock mehr darauf gehabt. Und dann haben wir es halt gelassen, ne? Und ja, er ist halt nicht so Ultra-Fan von diesen Vermenschlichungen, weiß ich nicht. Also er mag das gerne auf irgendwelchen Knochen dann rumzukauen und sowas, ne? So macht er Zahnpflege und das ist auch in Ordnung. Oder auf Tauen darf er rumkauen. Aber ich muss dem jetzt nicht die Zähne mehr putzen, da hat er keinen Bock drauf. Ja, Complimentary Pet Food. Directions. Shake the bottle before opening. So, daily in das Wasser soll ich das geben. In sein Trinkwasser, das trinkt der dann doch nicht. Na, weiß ich noch nicht. Und das soll den Zähnen helfen. So, womit ist das gemacht? Warte. Composition. Purified Water und Glycerin. Aha. Ich muss mir das auch nochmal ganz intensiv durchlesen, Leute. Laboratoire Francodex ist da die Marke. Also schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so zu sowas denkt, ne? Crazy Produkt. Und das letzte, was hier drin enthalten ist, ist ein Produkt, was Lovely Truffle in Kooperation mit Blessim rausgebracht hat. Cool Dog, das ist süß, aber es wird ziemlich ruckzuck verlieren, ne? Das ist so ein kleines Medaillon, was er sich dann theoretisch umhängen könnte, was wir an seinen Halsband machen können, aber das wird er verlieren. Der trägt ja hier im Haus nicht mal ein Halsband, weil ich denke, dass ihm das, dass ihn das stören könnte. Sagen wir das doch einfach mal, wie es ist. Ja, also das ist jetzt der Inhalt von der Box. Ich finde, das ist schon etwas spektakulärer, weil wir haben ja schon etwas andere Produkte drin, als das, was wir jetzt normalerweise in so Hundeboxen bislang gefunden haben. Sammy hätte gerne mehr und freut sich darüber. Quiet. Doch, also ihm hat es gefallen. Wenn es nach ihm geht, definitiv noch eine weitere Box. Ne? Aber ja, also wir haben hier schon aufregende Sachen drin mit diesem Zahnputzding und diesem Öl und so. Aber ich glaube, dass wir uns dann eher wieder an die Fressnapfboxen und an die Zorealboxen Schatzkisten wenden werden oder an die Tuff-Cookie-Boxen. Weil, ja, da dann vielleicht doch mehr Sachen drin sind, womit er dann mehr anfangen kann, glaube ich, oder? Schreibt mir mal gerne eure Meinung zu dieser Box in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, also er kann auf jeden Fall den Rest von diesem Futter aufessen. Das ist jetzt für ihn eher Leckerli, als dass ich jetzt sein Futter umstellen würde, weil das werde ich safe natürlich jetzt nicht machen. Eine Futterumstellung beim Hund ist immer etwas, umfangreicher. Aber gut, ja, schreibt mir gerne mal, wie euch die Box gefallen hat, wie euch das Video gefallen hat, auch diese doppelte Kameraführung. Das muss ich auch mal im Schnitt sehen, wie ich das so hinbekomme. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!